Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Immer wieder gehe ich diese Kombinationen in meinem Kopf durch. Ich schwanke gegen die Hauswand. Ich bin froh, dass es sie gibt und gebe ihr einen Kuss. Weiter. Linker Fuß, rechter Fuß. Meine Schritte werden schneller. Links, rechts, links, rechts. Mein Blick fesselt sich an meine Schuhe. Ich bleibe stehen und suche in den unendlichen Weiten meiner Jackentasche nach Zigaretten. Hab sie. Jetzt Feuer. Mist. Wieder suche ich den unendlichen Weiten. Diesmal meiner Jeans. Gefunden. Es ist ein Klickfeuerzeug. Ich klicke einmal. Nichts tut sich. Zweimal. Meine Lippen umschließen die Kippe und warten nur darauf, dass meine Hände dieses blöde Klickfeuerzeug ankriegen. Ich küsse erneut eine Hauswand. Schön, dass du da bist. Meine linke Hand umklammert das Feuerzeug. Eine Flamme. Es wird hell und ich versuche, die Flamme und Kippe in Einklang zu bringen. Es ist schwer, aber es klappt. Das ist Grund genug, der Hauswand zu zeigen, wie gern ich sie habe. Ich gebe ihr einen lauten Schmatzer. Weiter. Ich schließe die Wohnungstür auf. Ich versuche es. Falscher Schlüssel. Nee, falsche Tür. Ich gehe ein Stockwerk höher und bin da. Der Schlüssel passt. Ich küsse den Stromkasten neben der Tür. Er hat es verdient. Mir ist es danach, ein Lied zu singen. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Stopp. Wie geht es weiter? Ich ziehe die Tür ins Schloss. Die Kippe ist bis zum Filter abgebrannt. Ich schleudere sie zu Boden. Austreten ist nicht mehr nötig.